Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück bei Zillabeck. Ich hoffe, Sie hatten heute Morgen einen interessanten Morgen bei den Heilbronner Aufzugstagen mit schönen Beiträgen, die sehr interessant für Sie sind. Und ich hoffe auch, dass Sie ein angenehmes Mittagessen hatten. Zum Nachtisch gibt es jetzt den Zeta-Top X. Erfahrungen mit Aufzügen für Tragriemen. Ich habe Ihnen dazu ein schönes Programm mitgebracht, um Ihnen einen Überblick über diese Technologie, über diese neue Technologie für des Tragriemens zu präsentieren. Mein Name ist Dieter Rieger. Ich bin Bereichsleiter Vertrieb bei dem Unternehmen Zillabeck, bin seit über 20 Jahren dabei, seit über 20 Jahren im Aufzugsbau und freue mich heute, Sie durch den Zeta-Top X und unsere Erfahrungen mit diesem Produkt führen zu dürfen. Die Agenda für heute ist, ich will Ihnen einen kurzen Abriss geben über die Patente, dann mal zusammenfassen, wie wir gerade mit den Entwicklungen bei diesen Tragriemenaufzügen stehen. Und ich habe Ihnen ein paar schöne Bilder mitgebracht aus Neubau und Modernisierung, damit Sie mal sehen können, welche schönen Aufzüge man mit dem Zeta-Top X bauen kann, beziehungsweise wie schön man mit diesem Produkt modernisieren kann. Anschließend noch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft und dann freuen wir uns auf eine rege Diskussion. Nutzen Sie übrigens unseren Live-Chat. Meine Kollegen sitzen an den Computern und sind bereit für den Live-Chat. Sie finden unten rechts auf Ihrem Bildschirm diese Live-Chat-Funktion, die Sie dann entsprechend nutzen können. Dann steigen wir ein in den Zeta-Top X und schauen uns noch einmal die Patente an. Patente ist ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen ja alle wissen, was dürfen wir tun oder was dürfen wir nicht tun. Es gibt im Prinzip zwei Patentfamilien in dem Bereich des Tragriemens. Das ist einmal der flache Tragriemen, der überwiegend von Otis patentiert wurde. Und dann gibt es noch ein Patent über den Tragriemen mit V-Rippen. Die kommen im Wesentlichen von der Firma Schindler. Es gibt eine Unzahl von Patente dazu. Ich würde sagen, es sind mehr als 100. Aber man kann sie zusammenfassen in diese zwei Familien. Und noch einmal ganz grob zusammengefasst, was dürfen wir heute, was dürfen wir nicht? Die Aufzüge mit flachen Tragriemen, die sind frei, dürfen wir bauen, da verletzen wir keine Patente. Wir als Zillabeck sehen es kritisch, die Aufzüge mit dem V-förmigen Tragriemen, die weiterhin von Schindler bis zum Jahre 2024 geschützt sind, sehen wir heute noch kritisch in der Umsetzung und raten von der Realisierung dieser Aufzugskonzepte ab. Insofern konzentrieren wir uns heute mit unseren Produkten und der Technologie auf den flachen Tragriemen. Diesen können Sie einsetzen, bedenkenlos, da kann Ihnen nichts passieren. Der Zeta-Top X besteht aus wesentlichen, aus einigen Komponenten und die will ich Ihnen jetzt mal etwas näher zeigen. Wir haben hier auch ein sehr schönes Modell aufgebaut, wo Sie seine typische Anwendung sehen. Denn die Maschine in 2:1 Aufhängung mit den Riemen, mit den Endbefestigungen. Und ich möchte Ihnen jetzt die einzelnen Komponenten des Zeta-Top X und dieses Tragriemenaufzugs vorstellen. Das Herzstück ist die Aufzugsmaschine, der Zeta-Top X. Was ist das? Es ist eine getriebelose Aufzugsmaschine, wie Sie es von Zillabeck seit über 20 Jahren können, mit unserer großen Erfahrung mit den Synchronmaschinen im Aufzugsbereich, haben wir damit wieder eine neuartige und neue Maschine gebaut, um Ihnen einen sehr schönen Aufzug zu ermöglichen. Interessant sind die technischen Daten des Zeta-Top X. Wir haben eine Baubreite von 205 mm nur. Das heißt, diese Maschine ist extrem schmal, sodass Sie sehr, sehr kompakte Schachtabmessungen umsetzen können mit dem Zeta-Top X. Die Treibscheibe, da haben wir viel Know-how investiert zusammen mit den Herstellern des Tragriemens für das Design der Treibscheibe oder der Riemenscheibe. Sie ist ballig geformt, sodass sich der Riemen immer schön in der Mitte der Riemenscheibe, der Treibscheibe zentriert. Das hilft Ihnen später einen ruhigen Lauf zu gewährleisten und auch damit Sie keinen übermäßigen Verschleiß haben. Die Maschine ist sehr flexibel und sehr variabel. Sie können zwischen 2 und 5 Riemen aufziehen. Für die 5-Riemen-Lösung gibt es eine breitere Maschine mit mehr Riemenscheiben. Das Hauptdesign, wie wir es heute auch kennen, ist, dass die Maschine oben im Schachkopf untergebracht ist. Genau so, wie Sie es hier auch sehen.
Maschine oben, 2:1 aufgehängt. Und deshalb ist der ZTOP X die Maschine designt für die Zugkräfte in Richtung Fußrichtung, sodass der Zug schön nach unten gehen kann, genauso wie Sie es hier sehen. Wir haben die Maschine sehr flexibel gestaltet mit verschiedenen Gebersystemen, damit Sie alle Flexibilität haben in Bezug auf Steuerungen, um dieses Produkt optimal einzusetzen. Auch an die Modernisierung denken wir mit dem ZTOP X und deswegen hat die Maschine auch eine Handlüftung als Option für den maschinenraumlosen Aufzug nicht notwendig, aber für den, wenn Sie es im Maschinenraum einsetzen, macht eine Handlüftung durchaus Sinn. Wichtig ist, insbesondere wenn wir über riemengeführte Systeme nachdenken, dass man ein komplettes System anbietet. Das muss alles aufeinander abgestimmt sein und insofern bieten wir als Zielerbeck Ihnen nicht nur die Aufzugsmaschine an, wir bieten Ihnen auch das komplette Zubehör an. Auch hier, das können Sie wieder sehr schön sehen, die Umlenkrollen, die Ableitrollen kommen von uns auch. Auch diese sind, wenn Sie genau drauf schauen, ballig ausgeführt, sodass sich der Riemen sehr schön in der Mitte der Ableitrolle zentriert. Und die gibt es dann auch wieder in 2, 3, 4 oder 5 mit 5 Rollen, sodass Sie immer ein optimales System mit dem ZTOP X entsprechend umsetzen können. Auch so wie Sie es hier sehen, jetzt auch wieder in diesem Beispiel, die Rollen sind einzeln gelagert, sodass sich die Spannungen in dem Riemen im Gesamtsystem schön ausgleichen können und Sie damit keinen Schlupf und keinen Verschleiß haben. Genauso ist es bei den Endbefestigungen. Sie brauchen ja ein System, den Riemen professionell am Ende zu befestigen und sicher zu befestigen. Und auch dafür bieten wir Ihnen optimale Lösungen mit verschiedenen Systemen. Aber but not least, der Belt, der Riemen, das ist das interessante Produkt. Ich habe Ihnen hier auch einen von diesen Riemen mitgebracht. Da sieht man es etwas mehr im Detail, ähnlich wie auf dem Bild in meiner Präsentation. Der Riemen hat insgesamt 10 Stahlseile. Jedes dieser Stahlseile hat 2,1 mm an Durchmesser. Und diese Stahlseile sind in einem 30 mm breiten Riemen mit PU-Material umschlossen. Der Riemen ermöglicht eine Geschwindigkeit von bis zu 4 Meter pro Sekunde. Interessant ist auch die Mindestseilsicherheit oder schräger Mindestriemensicherheit. Diese darf bei, wenn Sie nur 2 Riemen verwenden, hier haben wir 3, aber Sie können dieses System durchaus betreiben mit 2 Riemen. Und dann muss die Riemensicherheit, Seilsicherheit den Faktor 16 betragen. Wenn Sie 3 Riemen und mehr Riemen im Einsatz haben, dann haben wir unsere Seilsicherheit von traditionell 12, wie wir sie auch kennen. Das heißt, es ist durchaus möglich, für Aufzüge mit geringen Traglasten das Gesamtsystem mit 2 Riemen zu betreiben. Der ZTOP X bietet Ihnen Traglasten bis zu 1050 Kilogramm. Das heißt, Sie können den kompletten Standardbereich von 450, 630 und 1000 Kilogramm mit dem ZTOP X abdecken. Das heißt, einen weiten Bereich Ihres Aufzugsportfolios kann heute schon mit diesen Riemensystemen entsprechend umgesetzt werden. Wir kommen in aller Regel mit 3 Riemen aus, auch bei 1000 Kilo Traglast, wenn die Kabine im Bereich bis 1400 Kilo ist. Damit 3 Riemen, wenn Sie ganz schwere Kabinen haben, mit Glaswänden, mit Spiegeln, mit Boden entsprechend schwerem, dann ist es auch mal notwendig, 4 oder 5 Riemen einzusetzen. Interessant ist bei dem Belt, bei dem Riemen, die Lebensdauer. Das ist eins der Hauptvorteile dieses Systems mit Riemen. Der Riemen hat eine Lebensdauer von insgesamt 16 Millionen Biegezyklen. Und wenn man das durch die Anzahl der Seilrollen teilt im gesamten System, kommt man bei einer typischen 2:1 Anwendung, wie wir sie hier sehen, auf 4 Millionen Biegewechseln. Und das ist genau der interessante Punkt bei dem ZTOP X auch und bei diesen Riemensystemen. Die Lebensdauer des Gesamtsystems ist sehr, sehr, sehr lang. Und das ist auch ein entscheidender Kostenvorteil im langjährigen Betrieb des Aufzuges, in der Montage, in der Wartung dieses Aufzugssystems. Da haben Sie enorme Vorteile mit diesen Riemensystemen. Insofern sehen wir,
mit diesen gesamten Riemensystemen oder eine große Zukunft, ja, für uns alle. Interessant auch, der Riemen, wie Sie ihn hier sehen, der muss nicht mal elektrisch überwacht werden. Es reicht ein sicherer Fadenzähler, den wir zum Beispiel in unserem Frequenzumrichter implementiert haben. Auch das minimiert Kosten und auch das minimiert entsprechend den Aufwand. Er ist UV-beständig, der Riemen, das heißt, der Einsatz im Glasschacht ist überhaupt kein Problem, kann gemacht werden. Temperaturbereich liegt von minus 15 bis 50 Grad Celsius. Das ist genau der Bereich, wie wir sonst auch unsere Aufzüge einsetzen. Also auch hier keinerlei Nachteile durch diese riemengeführten Systeme. Wartung, eigentlich muss man gar nicht viel dazu sagen zur Wartung. Sie machen das, was Sie sonst auch machen. Sie schauen sich alle 6 Monate das System an. Sie kontrollieren die Spannung, Sie kontrollieren die Dehnung, Sie kontrollieren, ob das System verschmutzt ist. Sie kontrollieren, dass das gesamte System gut funktioniert. Alle 200.000 Zyklen nochmal eine weitere Sichtprüfung, aber 200.000 Biege wechseln, das ist schon eine ganze Menge. Bei einem normalen Aufzug, der in einem Wohnhaus verwendet wird, das kann durchaus 1 oder 2 Jahre sein. Also auch Dinge, die Sie sowieso machen mit dem Zettatop bei Ihren Aufzügen, genau das müssen Sie bei den Riemensystemen auch machen. Und wie bereits gesagt, nach 18 Millionen Biegewechseln muss dann der Riemen getauscht werden, spätestens nach 15 Jahren. Das ist eine ganze Menge. Und insofern haben Sie eine sehr lange und nachhaltige Lebensdauer mit diesen Riemensystemen. Auslegung. Die Auslegung für den Zetatop X machen Sie genau so, wie Sie es gewohnt sind. Wir haben unsere Software Zetalift, die Sie überall finden, die Sie am Internet herunterladen können und die ständig von der Datenbank aktualisiert wird. Und in dieser Software ist bereits schon jetzt das Riemensystem implementiert. Die technischen Daten des Tragriemens sind auch entsprechend implementiert. Und insofern können Sie ohne große Unterschiede zu dem, was Sie bisher gemacht haben, mit dem Zetatop X arbeiten und dieses System konfigurieren. Da sind auch die entsprechenden Zertifikate und die Randbedingungen der Zertifikate sind in unserer Software mit implementiert. Und insofern für Sie auch überhaupt kein großer Aufwand, das ist ganz einfach umzusetzen. Wie versprochen, ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht von Neuanlagen und Modernisierung. Sie sehen hier nochmal ein typisches System im Neuanlagenbereich. Es sieht ziemlich ähnlich aus wie hier, also Standard, wie wir ihn im Prinzip kennen. Maschine im Schachkopf oben. Sie sehen direkt im Schachkopf, direkt unter der Decke, sehr platzsparend eingebaut. Sie sehen die Endbefestigungen, ähnlich wie sie hier sind. Und insofern auch hier kein großer Unterschied zu dem, was Sie bisher gewohnt sind. Sie können den Zetatop X sehr einfach einsetzen. Was sagen die Kunden? Die Kunden bestätigen das, was wir uns auch schon gedacht haben. Wir haben eine sehr platzsparende Konstruktion mit dem Zetatop X. Das heißt, der Aufzug braucht wirklich enorm wenig Platz, enorm wenig Schachkopf, enorm wenig Schachquerschnitt. Und insofern bekommen Sie hier ein sehr wettbewerbsfähiges System, in dem Sie so platzsparend unterwegs sind. Die Installation ist sehr einfach. Sie ziehen die Riemen auf. Durch die einzelgelagerten Rollen, die Sie hier haben, verspannt sich das gesamte System nicht und der Riemen kann sehr einfach dann durchgefädelt, durchgezogen werden und dann entsprechend befestigt werden. Was die Kunden auch gesagt haben, sie fahren mit ihrem Aufzug einmal rauf, sie fahren einmal runter und dann hat sich der Riemen sowohl auf der Treibscheibe, auf der Riemenscheibe, als auch auf den Umlenkrollen zentriert und das System läuft. Und unübertroffen ganz sicher sind die Fahreigenschaften. Durch die PU-Oberfläche des Bells haben Sie einfach noch einmal eine wunderschöne Dämpfung des Geräuschniveaus und Ihr Aufzug läuft unübertroffen leise. Also das ist nochmal ein sehr, sehr großer Vorteil und das wird auch bestätigt von den Kunden. Es wird auch gelobt, dass keine Überwachungssysteme notwendig sind. Das heißt, das gesamte System ist einfach, sehr einfach umzusetzen. Ich habe Ihnen ein weiteres Beispiel mitgebracht, hier aus dem Bereich Modernisierung. Da sehen Sie wieder eine Anlage, sieht ähnlich aus wie das, was Sie vorher gesehen haben. Aber jetzt wurde praktisch eine Bestandsanlage ersetzt mit dem Zetatop X, mit dem entsprechenden Riemensystem, mit den Endbefestigungen.
Da sehen Sie hier ein Bild, wie die Maschine oben auf dem Maschinenträger installiert ist. Das heißt, die Stahlkonstruktion dieses Aufzuges musste überhaupt nicht geändert werden. Der neue Antrieb kam oben auf den Schacht, auf den Maschinenträger, wurde da installiert. Der Gurt wurde eingezogen und das gesamte System wurde in Betrieb genommen. Auch hier wiederum die Vorteile dieses Maschinenkonzeptes: durch die kompakten Maße der Maschine, des ZR-Top X, muss das Aufzugsdesign nicht geändert werden. Sie können bestehende Komponenten weiter verwenden. Der Fahrkomfort wurde uns wiederum bestätigt, ist unübertroffen gut. Die Kunden sagen sogar besser als vorher. Einfach durch diese hochwertige Synchronmaschine, die wir hier anbieten. Einen kleinen Wermutstropfen haben wir vielleicht, aber das muss man auch sagen. Wenn Sie jetzt hier in einem Modernisierungssystem die Komponenten entsprechend tauschen, es ist nicht nur allein der Antrieb. Zum Antrieb gehört immer auch ein hochwertiger Frequenzumrichter, wie Sie hier mit unserem ZR-Dyn zum Beispiel sehen. Und insofern ist mit dem Antrieb auch der Umrichter zu tauschen und mit dem Umrichter dann in aller Regel auch die Steuerung zu tauschen, sodass die ganze Kommunikation des Gesamtsystems weiterhin zusammen funktioniert und zusammen arbeitet. Auf der anderen Seite haben Sie dann langjährig ein sicheres, hochwertiges und wartungsfreundliches System, das Ihnen im Lauf des Lebens sehr viele Kosten dann spart. Hier nochmal ein paar Eindrücke von dieser Modernisierungslösung. Wiederum die Umlenkrollen, dieses Mal ein bisschen anders aufgebaut als vorher. Aber wiederum die drei Riemen, die auf der Rolle dann entsprechend dann sich bewegen, die sich sehr schön zentrieren durch die ballige Oberfläche der Rollen. Nochmal einen Blick auf den Maschinenträger und einen Blick in den Schacht. Sie sehen, die Maschine, der Aufzug war 630 Kilometer pro Sekunde, also ein typischer Aufzug, wie wir ihn hunderttausendfach in Europa kennen. Das war es von meiner Seite schon, was ich Ihnen sagen wollte zu unserem getriebelosen Antrieb ZR-Top X und zu Aufzugssystemen mit Riemen. Ich kann Sie nochmal bitten, nutzen Sie die Live-Chat-Funktion, fragen Sie meine Kollegen oder nutzen Sie anschließend um 15.05 Uhr nochmal die Fragerunde, in der wir alle offenen Fragen zum ZR-Top X und auch zu den Vorträgen, die vorher passiert sind, erörtern werden und Ihnen ausführlich beantworten werden. Heute sage ich Dankeschön, dass Sie da waren, dass Sie zugehört haben bei dieser etwas anderen Form dieser Veranstaltung bei den Heilbronner Aufzugstagen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und weiterhin eine sehr interessante Veranstaltung. Besten Dank.